Hallo, ich bin die Hani, herzlich willkommen auf meinem Kanal und dann alle meine Abonnenten und Zuschauer, die mich schon länger verfolgen. Schön, dass du hier eingeschaltet hast zu einem neuen Video von mir. Und zwar gibt es heute ein Beautyboxen Full Face Schminky von den ganzen Monatboxen. Ich habe gerade geguckt, doch, meine Kamera läuft. Ich habe mich gerade gewundert. Aber ich habe ein Update gemacht und der zeigt die Uhr von der Kamera oben an und nicht hier unten. Okay, und... Ja, das ist irgendwie alles neu hier mit den ganzen Updates, die ich heute erstmal gemacht habe. So, abgewichen. Beautyboxen, Fullface von den ganzen vergangenen letzten Monaten. Glossybox, Goodiebox, Pinkbox habe ich erst eine Box neu. Und von den ganzen Special Edition, ne, von der Glossybox vor allem Ding. Und ich mache das immer so, nicht jeden Monat, ich mache es nach Bedarf. Ne? Ich sammle die Produkte, notiere mir, wo was in welcher Box drin war. Und ich bin da noch so ein bisschen unkontrolliert, also noch so ein bisschen unregelmäßig. Aber wir kriegen das alles hin, weil wie gesagt, es steht auf den Produkten oben, in welcher Box das mal drin war, ne? Damit wir das alle noch so ungefähr wissen, wenn wir die Box jetzt alle hatten, die Boxen. Und ja, ne? Sollte dir das gefallen, was ich hier so treibe, abonniere diesen Kanal. Freue ich mich total drüber, ne? Und ich mache auch noch andere Sachen hier, genau. Und in den Infokarten, 5 Stück siehst du mal hier oben, siehst du, was ich so mache, ne? Aber ich denke mal, ich werde vielleicht von den Produkten, wo die Produkte drin waren, die Boxen vielleicht hier oben mal alle so einblenden. Na, alle kriege ich natürlich nicht hin, aber ein paar. Und ich würde sagen, wir fangen da mal an. Ich nehme da mal wieder meinen Haarreifen, ne? Ich bin kein Profi-Schminker, ich bin einfach nur ein Hobby-Schminker. Bin jetzt nicht so gut. Vielleicht hat schon manch ein Profi davor gesessen und gesagt, um Gottes Willen, ja, um Gottes Willen meine Augenbrauen. Ich hätte es ja vorher mal machen können, ne, bevor ich hier ein Schminki drehe. Egal, das ist Hani, ne, und das ist so, wie sie leibt und lebt. Ja, und genau, ne, ich bin nur so Test- und Hobby-Schminker. Ich zeig und wir gucken, mein Gott. Und wir gucken, was die Produkte so machen, ne, was die so hergeben. Und ich würde sagen, wir schießen dann mal los. Den Haarreifen habe ich mal am Teddys gekauft. Der ist toll, ne? Ach, total. Ja, gut. So, hier habe ich alle Produkte gesammelt. Also das ist immer die Extra-Box, wo ich alles sammle, wo ich zusammengestellt habe, ne? Und wir fangen dann mal an mit diesem Schätzchen hier von Emite Cosmetics Diamond Heart Base Primer Illuminating Soft Focus. Und war mal in der Goodiebox September drinne, ne? Und ja, der soll Glow verleihen, so wie ich das hier lesen kann. Naja, ich bin gespannt, ne? Und wir gucken uns das mal an. Riesentube, 35 Milliliter. Ja, hast du ewig was von, ne? Weil bei den ganzen Primer, die ich habe, naja. Gut, wir gucken uns die Konsistenz erstmal an. Oh ja, also so sieht der aus, ne? Also es ist einfach nur ein heller. Und dann gucken wir mal, was der so macht. Also der ist nicht gerade sehr ergiebig, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich muss mir noch mehr drauf machen. So. Ja, also ergiebig ist der nicht gerade, ne? Also, Der Glow-Effekt ist auch mehr so, weiß ich nicht. Geht so, ne? Da habe ich bessere Glow Primer da, aber vielleicht ist der auch einfach nur so Feuchtigkeit spenden. Ja, einfach bloß Feuchtigkeit spenden. Also es hat jetzt keinen Schimmer oder so mit drinnen, ne? Okay, ist okay. Also geht so, ne? Mal gucken, ob ich die Produkte hier hinten so, ich habe ja hier alle Haufen Gedöns stehen. Warte mal, das stellen wir mal weiter hinten dahin. Ja, ich lege es hier mal so hin, ne? Weil stehen tut es ja nicht. So. Lege ich mal da so hin, genau. Dann war mal als Probe, aber fragt mich jetzt nicht wo, ich habe mir das nirgendwo notiert von Kat Von D, Look It, Foundations Proben. Ne? Haben wir einmal Light, Neutral, also Medium, Medium, Neutral, achso, haben wir zweimal Medium, okay, und Deep Warm. Den würde ich mir tatsächlich mal vornehmen. Als Bronzerton, ne, kann man ja trotzdem sowas nehmen. Ne? Gucken wir uns dann mal an.
Und den hier, ja, der ist sehr dunkel, ne? Also den würde ich dann auch mal so als Bronzer nehmen oder mal so ein bisschen bestimmte Stellen im Gesicht aufdunkeln, wenn man das so sagen kann. Mit dem würde ich mich tatsächlich dann mal schminken, weil der geht. Der ist echt. Oh. Und der ist extrem hell, ne? Ich würde einfach mal den hellen jetzt nehmen. Ne? Den nehme ich jetzt, den probieren wir mal aus. Wenn ich das jetzt hier mal irgendwie aufkriege, das kann man ja so abtrennen, fragt mich jetzt, wo ich das aber nicht zugeschickt bekommen habe. Ich glaube, wo ich mal irgendeinen Adventskalender bestellt habe. Ich weiß es nicht mehr, Leute. So, und wir gucken, mal gucken, ob ich das hier aufkriege irgendwie. Ja, mal gucken, wie ergiebig die ist. Na, dann nehme ich wieder diesen Buffer und dann verteile ich mir das mal. Oh ja, oh, also, oh Gott. Ich kann nicht so viel nehmen brauchen, ne? Eigentlich hätte ich einen Halloween-Schminke draus machen sollen. Also, juiui. Aber die Deckkraft ist hammermäßig, ne? Ihr seht das. Also guckt euch mal das hier unter den Augen an, ne? Was ich jetzt aufgelassen habe, weil ja der Concealer dahin kommt. Und ja, also ich muss sagen, boah, also der ist, guckt mal meinen Hals an. Also der ist wirklich hell, mein lieber Scholli. Also, ja. So, hab mir jetzt mal einen feuchten Beauty Blender geholt, ne? Ja. Und, das war jetzt gut. Was war das? Ich weiß es nicht. Und ich werde mir das jetzt mal hier so ein bisschen abnehmen. Aber der deckt gut, aber ich habe gesehen, kriecht in die Poren, setzt sich in die Poren ab. Ha, ist jetzt vielleicht nicht so der Beste. So, ein bisschen mal was weggenommen. Aber wie gesagt, mit dem Bronzer werden wir das alles dann nochmal ein bisschen aufdunkeln, ne? So. Wird jetzt auch nie meine Lieblingsfoundation sein, aber die Farbe ist vielleicht doch ein bisschen zu hell. So, ich würde sagen, ja, also, mal meine Lippen sauber machen. Dann zeige ich euch mal kurz, bevor wir die Lippen vorbereiten und Lippenstift drauf machen, ne? War jetzt in der Black Friday Box dieser Lippenpflegestift. Den werde ich jetzt in jedem Schminki mit einbauen und meine Lippen vorbereiten auf den Lippenstift, ne? Und guckt mal mit der Blume drin, ne? Ja. Und mit einer Blume drin. So, gut. So. Ja, ich würde sagen, oh Gott, ich sehe aus, Leute, wir müssen das gleich ändern, ne? Ach, der bleibt auch nicht stehen. Naja, durch die Schneedecke da, ne? So, ich mache jetzt Lidschattenprimer drauf, ne? Und, nee, Concealer machen wir nach dem Dings drauf, nach dem Schminki, genau, nach dem Lidschatten. Und wir sehen uns gleich wieder. So, Primer ist oben. Ich habe gleich mal die Gunst genutzt und habe jetzt mal meine Augenbrauen sauber gemacht. Und zwar war von e.l.f. Cosmetics in der Glossybox Oktober diese Lidschattenpalette hier, ne? Die ist so fein und niedlich, ne? Das sind einfach so, ja, oh, der Siegel ist hier aus. noch. Und wir nehmen jetzt, ja, mal besser vorbereiten können hier. Pinselreiniger, erstmal die Pinsel vorher sauber machen. So, nehme ich diesen Pinsel hier und gebe mir die Farbe aufs gesamte Lid, ne? Wieder nichts zum Abklopfen, nicht der. Oh, Honey. Und kein Spiegel. Oh, die Frau, ne? So, ach, wisst ihr was? Wir nehmen den Spiegel, ne?
Oh, ich sehe so blass aus, Leute. Mir geht's gut, keine Sorge, ne? Wenn du jetzt erst eingeschalten hast und vorgespult hast, nee, wirst du bestimmt nicht gemacht haben, aber ach, ist egal. So, und ja, ich war heute auch schon auf Klo. So. Details verrate ich euch nicht. So, gut. Ja. Weil man sagt immer, du siehst so blass aus. Warst du heute noch nicht? Ne, ihr wisst schon, was gemeint ist. Naja, ihr wisst schon so, ne? Schon mal so als Base drunter gepackt. Dann nehmen wir die Farbe hier, ne? Den dunklen Braunton. Und damit tue ich jetzt halt die harte Kante ausschattieren, so ein bisschen. Also die hier, ne? Na, lass mal noch mal ein bisschen abklopfen. Also hier so. Also ich muss sagen, diese Pinsel, die so aussehen, machen sich dafür ganz gut. Ich habe schon mal andere Pinsel gehabt, die machen sich nicht so gut, ne? Die sind so ein bisschen flacher und so ein bisschen halt gebogener und dann kommt man halt besser halt hier so auf die Kante so, ne? Hier zwischen Kante und Falte. Und ja, dadurch macht sich das dann halt so besser, ne? Wenn man jetzt so einen Pinsel hat, der richtig voll ist, ja, das macht sich dann nicht so gut. Das habe ich dann auch schon mal gemerkt, aber das macht sich hier super mit dem. Ja, ne? Beautyboxen, Adventskalender. Ich habe ganz selten mir mal welche selber gekauft, ne? Oder bestellt. So, der von Essence, der in dem Essence Adventskalender war, der macht sich wunderbar. Und zwar nehme ich jetzt diesen Ton hier und gebe mir den aufs bewegliche Innenlid. So, also ich muss sagen, guckt euch das mal an, die gibt gut was ab, ne? Also ist wirklich mega, ne? Also gefällt mir richtig gut, ja. Muss ich wirklich sagen. Also, ja, ne? So, dann sauber machen. Dann nehmen wir uns jetzt diesen Ton hier vor und gehen damit in das bewegliche Außenlid, ne? Es wird ein dunkler Look hier heute werden, ich kann euch das sagen. Ja. So. Die macht gut, ne? Also ich bin jetzt hier kein Experte oder Profi, aber ich muss sagen, die ist gut. Also die ist wirklich gut, muss ich wirklich jetzt sagen. Also ich kann es nicht oft genug sagen, ne? Und ja, finde ich toll. Also muss ich wirklich, also guckt euch mal das hier an, ne? Also die macht, und die krümelt auch nicht, die hat kein Fallout, ne? Wo, na gut, ich habe abgeklopft, aber bei manchen Paletten ist es so, selbst wenn ich abklopfe, hast du trotzdem Fallout. Und gerade bei dunklen Farben hat man das sowieso extremer, den Fallout, aber guckt euch das an. Also echt Hammer. Also muss ich jetzt wirklich mal sagen. Ja gut, das sieht noch ein bisschen krank aus, aber mir gefällt es richtig gut, ne? Ja, gut. Dann nehme ich, das war die Palette, ich bin noch nicht fertig. Ich mache ja damit noch was. Dann haben wir, nee, das Machen machen wir wir das. das denn? Was machen wir denn? Das machen wir denn im Zusammenhang. So, gut. Ich nehme mir jetzt mal hier so einen Verblenderpinsel. Werden wir mal ein bisschen sauber machen hier oben. Hier ist zwar kein Highlighter-Ton in der Palette, aber da nehme ich dann halt was Was an anderes, Geschichte, ein ne? bisschen sauber gemacht, ne? Ja, und ich mache mir jetzt, gib mir jetzt Concealer runter und ich bin gleich wieder da. So, Concealer ist runtergepackt. Moment, dann. Ja, wo habe ich den denn? Ja, normalerweise lege ich mir ja auch die Pinselchen immer hin, ne? Auch wieder von Essence, diesen abgeschrägten Pinsel. Und ich gebe mir von der Farbe nochmal auf die untere Wasserlinie was rauf, ne? Und der abgeschrägte Pinsel macht sich nämlich wunderbar, muss ich euch wirklich sagen. Der macht sich mega, ne? Und dann mache ich hier immer so Eyeliner, ne?
Ja, ich könnte auch mal probieren. Vielleicht sollte ich auch mal mal probieren, auf dem oberen Lid mal so mit dem Pinsel mal so einen Lidstrich zu machen. Vielleicht sollte ich das mal ausprobieren. Das machen wir vielleicht mal in irgendeinem anderen Video, ne? So, nehmen wir auf die andere Seite. Nicht so hart aussieht. Mal die andere Seite nehmen. So. Heute mein Augenlook, muss ich wirklich sagen. Also mir gefällt der heute gut. Ja, die Palette, das war die Palette. Mega. Also mir gefällt die gut. Die gibt gut was ab. Ne? Also. Gute Qualität. Ich habe schlechte da. Ich habe richtig schlechtere da und wahrscheinlich die auch teurer sind. Ne? Ja, aber finde ich toll. So, ja, ich habe gerade geguckt, es läuft gerade Sandmännchen. So, gut, weil ich habe gerade Märchen geguckt. Ist ja jetzt Adventssamstage, ne? Das Märchenzeit, ja. Und ja, kam heute schon Schneewittchen und Schneeweißchen und Rosenrot und ach, hört auf. So. Mädchen mit der Schwebehölzer, ich muss jedes Mal weinen. Warum ich mir das jedes Mal antue, ich weiß es nicht, aber jedes Mal, wenn ich das sehe, muss ich weinen. Ich muss so weinen, ne? Nur mal so nebenbei gesagt. So, dann war in der Glossy Box Mai, der jetzt mittlerweile auch schon in 10.000 anderen drin war, der Definer Liner von Kea T. London, und zwar dieser goldene, ne? Und ich will mal gucken, ob ich das hinkriege. Ne? Da kann man sich so einen goldenen Lidstrich ziehen. Ob ich das mal oben schaffe, aber nur an der Ecke halt. Ne? Das probieren wir jetzt mal aus. Vielleicht mal ein bisschen weiter runter drehen. So. Aber naja, gut, es ist ja nur dunkel hier oben. Da wird man nicht viel sehen. Ne? Ja, da hätte ich. Na, das sieht man nicht. Nee, da hätte ich. Ich kann mir höchstens jetzt so einen Akzent hier in den Winkel reinsetzen. Ich kann mir den ja auch mal nochmal hier so runtergeben. Doch, also hier macht er, oh ja, doch, okay. So glitzern, ne? Aber hier oben natürlich nicht, weil, ja, ist zu dunkel, ne? Da müsste man sich helleren drauf machen. Aber hier unten macht er, um leicht Glitzer zu erzielen. Und wisst ihr was? Ich habe mir jetzt spontan überlegt, ich gebe mir den jetzt hier in den Inner Corner rein. So. Ja, ist jetzt nicht doll, ne? Der macht jetzt nicht so doll, aber um ein bisschen leicht Glitzer zu haben auf dem unteren Auge. Ja, gut. Muss ich den nochmal mal ein andermal versuchen mit einzubauen, aber bisschen so leicht denn hier drinnen, ne? Ja. Geht das schon mal klar? So. Ne? Ja, gut. Ja, muss ich nochmal einen anderen Mann. Müssen wir nochmal gucken, dass wir den nochmal woanders mal mit reinmachen. Ne? Aber ja, so. Dann als nächstes nehmen wir von Zenstone. Der war in der Glossy Bo Goodie Box. Fragt mich jetzt nicht in welcher. Ich habe mir das nicht notiert. Im Sommer irgendwann mal in der Goodie Box. Bei manchen ist der richtig zerbröselt, ne? Also der war bei einigen war der richtig kaputt gewesen, ne? Aber bei mir ist er heile geblieben. So. Und wir nehmen, ja, toll, der wäre mir jetzt auch fast kaputt gegangen, nur runtergefallen, von Luxie. Diesen Pinsel, der ist noch gar nicht mal so lange her. Glossy Box Black Friday Edition, ne? Und das ist ein Bronzerpinsel, wie auch ein Blushpinsel, ne? Also kann man für beide verwenden. Und wir gehen jetzt mal hier mit dem Pinsel in den Sandstone Bronzer rein. Und jetzt gibt es mal ein bisschen Farbe in meinem Gesicht, ne? So. Damit wir hier mal ein bisschen alles so mal die Geschichte ein bisschen aufdunkeln hier. Könnte ich, kann ich ja mit dem Rest machen, so, aber ich habe ja dann eh nachher Pony drüber, ne, bisschen hier was auf die Nase geben, damit ich bisschen mehr Farbe habe, so, den Rest habe ich mir jetzt mal so ein bisschen
verteilt auf der Nase, ja, ne? Also, ja, gut. Boah. Boah. So, ja, Sandstone Bronzer. Wie gesagt, da habe ich wahrlich bessere da. Ne? Also der war jetzt okay, also der geht, ne? Ich habe jetzt ein bisschen Farbe endlich mal im Gesicht. Das ist halt der Vorteil. Mir juckt die Nase. So, dann bleiben wir auch gleich bei dem Pinsel. Ne? Der ist mal so ein bisschen anders wie meine anderen Bronzer- und Blushpinsel. Ne? Der ist so, naja. Gut, dann kommen wir zu einem flüssigen Produkt. Ist mir sowas für den Sommer gedacht. Ne? Und zwar von MCO Beauty Chic and Lip Tint. Es ist so ein flüssiges Dingens, Bingens, Flamingo Pink und das waren Glossybox Girls Sommer, genau, ne? Ist wirklich nur eine kleine Tube, aber ich sag's euch, diese flüssigen Dinger haben es in sich, ne? Und der ist wirklich. Wir kommen schon wieder von Alenia rausgefluppt. So, ich gebe mir mal ein bisschen. Oh, wei. Ich wollte gerade was anderes sagen, aber ich weiß nicht, ob ich das hier so sagen darf. Mit dem Okay. Blush So ein bisschen anders, ne? Also ich mag es auch auf die Wänkchen ein bisschen was zu haben. Und manche machen das bloß hier so, ne? Ich mag es immer so, wie sag ich dazu, Apfelbäckchen zu haben, ne? Also deswegen mache ich mir das auch gerne so auf die Bäckchen rauf, ja. Und ich muss sagen, okay. Ja, der sieht gut aus. Also ich muss wirklich, oh ja, oh, also in den Spiegel sieht er richtig top aus. Also ich muss sagen, mir gefallen immer mehr so langsam mehr diese flüssigen Geschichten. Vor allen Dingen Blush. Also da muss ich sagen, die sind echt immer ein bisschen mehr. Also ich würde sagen, Leute, das reicht, ne? Ich brauche nicht mehr machen. Soll ich noch ein bisschen was mehr machen? Komm, wir machen noch mal ein bisschen was. Wir sind ja hier unter uns, ne? Und ja, so errötet, wer hat dich denn durchgeflirtet? Ja, so. Hui, hey. Also ich glaube, die erste Fuhre hat schon gereicht. Der gefällt mir, der ist toll, ne? Der hat auch so Glow, bisschen, na klar, ist ja auch flüssig und die haben ja meistens immer so, dass das so ein bisschen glowy aussieht. Also auf dem Pinsel, aber so, ne? Also mir gefällt der. Der ist top. Ich würde den jetzt aber nicht für die Lippen unbedingt nehmen. Okay, hier nehme ich auch noch mal ein bisschen was weg, weil ich sehe, da drüben ist doch ein bisschen weniger. So. Das ist alles jetzt so ein bisschen gleichmäßig. So, den muss ich mir mal auswaschen, ne? Gut. Ja, also Apfelbäckchen habe ich safe jetzt, ne? Safe jetzt drin. So, ja, ne? Also von flüssigen Dingern nicht so viel nehmen. Ihr seht, was dabei rumkommt. So, ich habe es noch gut gerettet. Oh, runtergeschmissen, dass ich habe es noch relativ gut gerettet. Na, so. Dann kommen wir auch schon zum Highlighter. Von Essence Highlighter. Ja, den habe ich von einer Freundin geschenkt bekommen. Sie hatte mir zum 40. Geburtstag, Mandy, falls du zugucken solltest, ein Hello Kitty Rucksack geschenkt. Ja, so ganz klein Hello Kitty Rucksack. Und da war Make-up drin, ne? Von Essence. Unter anderem auch dieser Highlighter. Und ich habe mir mal gesagt, geschenkt, das gebe ich nicht weiter, bevor ich diejenige nicht gefragt habe, ob ich es weitergeben darf. Wie jetzt zum Beispiel bei die Zuschauerpakete, wo sie mir vorher gesagt haben, darfst du gerne weitergeben. Ja, und das habe ich da jetzt nicht gefragt. Und dann dachte ich so, nein, okay, ne? Und behalte ich den. Und dann testen wir den mal aus. Das ist die Farbe Mesmerizing. Ich weiß nicht, der ist, glaube ich, in der Standardtheke von Essence. Ne, das ist jetzt hier kein Limited Edition Produkt oder sonst was. Und den probieren wir jetzt mal aus. Wir gucken uns die Geschichte mal an. Wo ist mein schöner Highlighter-Pinsel? So, Highlighter-Fächerpinsel macht sich immer mit am besten, bin ich der Meinung. Gucken wir uns den mal an. Ne? Können wir erstmal swatchen? Oh ja, oh. Also, der ist da auf jeden Fall. Ne? So, und gucken wir uns mal an. Spiegel. Spiegel, Spiegel, Spiegel. Oh ja, der ist toll. Sind unter uns, ne? Ich will damit ja heute nicht noch weg, weil wenn ich weggehe,
würde ich mich so extrem nicht schminken, ne? Das würde ich nicht machen. Ich mache das wirklich nur für die Videos, ja. So. Und jetzt wollte ich hier reingehen, um Gottes Willen, na, der ist mir heute zu glitzerig. Da, ich habe keine Lust drauf. Aber der ist hier ganz oh. Oh. Ich mache mal gerne auch was auf die Nase, auf Lippenherz und hier aufs Kinn, ne? Und hier so. Oh. Das war jetzt auch ein bisschen viel. So. Aber nochmal raufgehen, ne? Es war jetzt ein bisschen viel, aber nochmal raufgehen. So. Sehe ich wieder aus wie der Blechmann. Ja, also das ist. Also nicht der. Oh, Hanje. Ja, also, der ist top, ne? Also der gefällt mir richtig gut. Also, wenn ich das mir auch auf der Hand so angucke und hier jetzt. Heute funkel ich wieder. Ha, das ist der pure Wahnsinn. So. Ja, gut. Haben wir uns den nochmal angeguckt. Dann war von Manakada, da reimt sich sogar, Goodiebox November auch noch nicht so lange her, ne? Einen, dieser Step-Eyes Lash Accenting Primer wollte ich schon immer mal haben. Jetzt habe ich ihn. Ja, Baby. So, und die Verpackung ist schon mega, ne? Diese goldene Verpackung. Oh. Aber da muss ich jetzt leider wegschmeißen. So, muss man ja nicht alles aufheben. Und wir gucken uns mal an. Den gibt man sich auf die Wunde. Den muss man, glaube ich, erstmal ein bisschen trocknen lassen. Graufalter Anja würde jetzt sagen, es ist eine Klobürste. Die sagt immer zu, ne, zu die Bürsten von der Wimpern, du schon mal Klobürste. So, und gut. Und, oh Gott, da komme ich doch niemals an die unteren Wimpern mit der Klobürste ran hier. Ah doch, geht. Also man kommt an die unteren Wimpern, kommt man gut damit ran. Und dann ist es natürlich erstmal weiß, ne? Es sieht erstmal eigenartig aus. Oh, der stempelt sich ja ab. Ach du Scheiß da ein. Nee. Also, was ist denn jetzt mein Wattepad? Ein Wattestäbchen, ja. Ich mehr brauche ich, glaube ich, nie rum. Vielleicht habe ich auch einfach nur zu viel gemacht. Das kann natürlich auch möglich sein. Ne? Ist ja bei Hani völlig normal. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich mir den Look hier versaut. Oh, durfte gar nicht so. Der muss trocknen. Ja, der muss richtig trocknen. Was heißt denn das hier? Hier auf der Seite hat er nicht, ne? Eigenartig. Nee, nicht vorletztes Produkt. Nicht vorletztes Produkt von NYX. Ich bin so stolz, dass ich endlich mal ein NYX-Produkt habe, Leute. Und zwar aus der Glossy Box Girls. Kommt jetzt auch wieder raus, aber ich weiß noch nicht, ob ich mir die. Ich überlege noch. Aber ich habe mir jetzt die Sarah Desideria nicht geholt, weil mir mein innerer Monk schon gesagt hat, nee, die wird dir nicht gefallen. Und ich habe mal ein Unboxing gesehen, alles richtig gemacht, habe ich mir nicht geholt. Und ich, Glossy Box Girls, mal gucken, ob ich mir die holen werde. Muss ich mal schauen. Und den kann man so rausdrehen und das ist die Farbe. Emblechement Lips 02. So. Long-Lasting Lipstick. Ein Long-Lasting Lipstick. Es ist heute einfach mal nur so ein Nude-Braun, ne? Gucken wir uns jetzt mal an. Ja. Heute würde natürlich ein richtig schöner Roter dazu passen, ne? Aber gut. Also mir gefällt heute mein Look, muss ich sagen. Mit dem pinken Blush finde ich das auch toll. Der ist jetzt ein bisschen weniger, ne? Aber mit dem Highlighter, der ist auch der Urknaller. So, und ich zeichne erstmal meine Lippen nach. Kann man ja wunderbar machen, ne? Also so Kontur ziehen, meinte ich. Finde ich geil, ne? Und ich merke, boah, der hat so Minz mit drinne. Das prickelt jetzt auf den Lippen. Boah, damit so wahrscheinlich, der ist zwar matt, ne? Aber damit so wahrscheinlich durch das Prickeln ein bisschen voller wirken, ne? Also das prickelt richtig, wusste ich gar nicht. Steht das hier echt oben? Lippen, langanhaltender Lippen, das steht gar nicht so wirklich oben, dass der so. Oder ich kann es einfach nicht lesen. Ne? Es kann vielleicht auch sein. Aber ich mag die Farbe. Ich finde die schön. Oh ja, das ist jetzt so. Also das mag nicht jeder, glaube ich, dass das so jetzt auf den Lippen so abgeht. Wie sehe ich denn da oben schon wieder aus? Oh,
Wei, oh wei, oh wei. Ja, muss ich wirklich sagen. So, ich sehe jetzt noch ein bisschen komisch aus, weil ich keinen Pony habe und meine Haare nicht gemacht sind. Dann kommen wir zum vorletzten Produkt. Ja, das hätte ich mir sparen können. Ne? Ihr könnt jetzt eh nicht so richtig sehen. Das sieht da hinten aus wie Kraut und Rüben. Ah, nee. So. Vorletztes Produkt. Und zwar. Ah, wieder doof gesessen. Oh, so, oh Gott. Sorry, dass ich gewackelt habe. Von Saint Luxe. Setting Spray. 75 Milliliter. Ne? Und das soll. Ich soll schütteln. Okay. Also steht hier alles auf Englisch. Ist egal. Wir werden gleich mal gucken, was es machen soll. Auf jeden Fall, ob es Glow noch zusätzlich bringen soll. Aber ich glaube nicht. Das soll, glaube ich, auch bloß so ein bisschen das Make-up fixieren. Ne? Und ja, damit das alles so hält und sitzt, wie es soll, soll man schütteln vorher. Und ja, mal gucken, wie das so ist. Ne? So. Habe ich schon gesagt, wo das mit drin war? Glossybox Black Friday. Ja, ihr seht, ich habe jetzt viel hier von der Glossybox Black Friday. Ich habe noch ganz viele andere Geschichten von den Boxen davor, aber erstmal Hauptsache das aktuell zu nehmen, ne? Ja, so ist es bei der Hani. Und ich würde sagen, wir jetzt Feuer frei. Und ganz wichtig, nicht reden dabei. So. Oh. Wie war das gerade? Nicht reden dabei. Kokos mit drinne, kann das sein? Das riecht so sehr kokoslastig, aber das ist nicht schlimm, geht klar, ne? Aber es erfrischt schön. Oh, ich merke das richtig, wie das prickelt. Das ist so herrlich. Boah. Boah. Ne? Also das ist wirklich, ja. Ich tue das mal so leicht mit dem Beauty Blender so ein bisschen einarbeiten. Oh ja, das ist richtig erfrischend. So, ich mache jetzt mal aus, style mein Haar und dann gucken wir noch uns an, mein Haar vor allem. Ich habe ja auch bloß ein Haar auf dem Kopf, ne? Und ich würde sagen, ich bin dann gleich wieder da. So, ich bin wieder da. Ja, meine Haare sind nicht mehr die freshen. Ich müsste die mal wieder waschen. Aber so sieht dann der Look halt aus, wenn man dann so ein bisschen gestylt ist. Jetzt fehlt aber noch was, um den Look abzurunden, weil, ne, den Spruch sah ich denn, war mit drin. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und wo war der eigentlich mit drinne? Ha! Ach, der war in irgendeinem Adventskalender, war der mit drin. Von Shiseido. Und es ist wirklich ein kleiner, ein Controlled Chaos Mascara Ink, ne? Okay, mal gucken, was der machen soll. So richtig steht das hier nicht oben. Ist wirklich nur ein kleiner. Aber hallo von Shiseido. Das ist der Oberknaller. 24 Stunden. Aha, okay. Also der soll, was der so macht, ne? Also Bürstchen, es wird in der Mitte etwas schmaler. Und das ist ein Kunstharbürstchen. So, und dann schauen wir mal, was der so bringt. Und ich freue mich. Ich hoffe gerade auf die Produkte, auf die man sich immer so freut. Die sind dann meistens nicht so, ne? So. Fangen dann erst wieder mit den unteren Wimpern an. Also, ich finde, guckt euch das mal an. Also, ich glaube, ob das jetzt an dem Primer lag. Also, der hat jetzt die unteren Wimpern sehr gut getrennt. Der hat die gegriffen, ne? Ich glaube, das ist ganz gut, dass man so einen Primer drunter, weil der macht auch die Wimpern ein bisschen länger. Dazu soll ja der Primer sein, ne? Also, ich finde, der hat die sehr gut gegriffen. Dann machen wir jetzt mit den oberen weiter. Also, Leute, ich bin begeistert. Guckt euch das mal an. Er hat die wirklich sehr gut getrennt. Ich denke, dass es an dem Primer liegt, dass die Wimpern ein bisschen länger aussehen. Ich glaube, der Primer funktioniert ganz gut. Und mir gefällt der. Also der ist, und der Mascara. Und ich weiß nicht, ob das der Mascara ist, der so gut macht, oder ob das, man hätte das mal ein Auge mit Primer und ein Auge ohne Primer gucken sollen. Genau, so hätte man das, glaube ich, mal machen sollen, ne? Vielleicht ist auch der Shiseido top, kann auch wirklich sein, dass der richtig top macht, ne? Also, ich bin begeistert. Das ist bis jetzt der beste Mascara, den ich bis jetzt so,
hatte, ne? Also, ja. Und mit Mascara wird die Welt immer klarer, ne? Absolut Top-Produkt jetzt schon mal der Shiseido Mascara. Also der war wirklich top. So, Kraut und Rüben hier Ansicht. So. Palette, toll. Was mir jetzt nicht so gefallen hat, war der Primer. Da habe ich wahrlich besseren Backup. Ne? Der war jetzt so, ja, ist jetzt nicht so gut, okay. Und ja, mit dem Eyeliner muss ich nochmal ein andermal probieren. Und ich finde jetzt auch den Bronzer, ja, da habe ich auch bessere da. Aber der ist ja, aber ansonsten muss ich sagen, top, gefällt mir gut. Da hat mir auch der Highlighter richtig gut hier gemacht. Also der macht ja wirklich gut, ne? Also mir gefällt der Look und auch die Produkte haben sehr gut bei mir abgeschnitten. Da war jetzt gar nichts dabei, was mir überhaupt gar nicht gefallen hat, ne? Also der Pinsel, ja, gut, ja, top. Also auch der Lippenstift, den ich jetzt oben habe, ne? Also, naja, ein bisschen ist er halt, aber nur weil er nicht kurzecht ist, heißt es ja nicht, dass er trotzdem langanhaltend ist, ne? Ja, ihr Lieben, schreibt mir einfach mal eure Meinung in den Kommentaren, was ihr zu den Produkten sagt, was habt ihr davon auch und, ne? Und wie gesagt, von so einem Flüssigblush immer nicht so viel nehmen. Also vielleicht, ne? Aber mega. Also schreibt mir gerne mal eure Meinung in den Kommentaren, was ihr dazu sagt. Wie Ja, gesagt. und ja, die Foundation ist ja nur eine Probe. Ne? Ja. Dann Feuer frei unten in den Kommentaren. Und mehr habe ich jetzt dazu nicht zu sagen. Hat dir dieses Video gefallen, darfst du mir sehr gerne ein Däumchen nach oben geben und Liebe da lassen. Hier zum Schluss blende ich dir ein meine Playlist von meinen ganzen Schminkis, die ich bis jetzt so abgedreht habe. Hier siehst du meinen Kanal, den kannst du völlig kostenlos abonnieren. Hier unten siehst du aktuellsten Upload und noch irgendein Videovorschlag. Und ich sage Tschüssi, es war mir heute wieder ein Fest. Macht's gut, eure Hani.